So, da bin ich mal wieder bei einem kleinen neuen Zimmer-Update. Aufgrund dessen, ja, dass sich einiges geändert hat. Wenn man reinkommt, hat man jetzt hier in der Mitte das Bett. Also nicht hat man, sondern habe ich. Zu meiner Linken, mein hat so einen Mikuschrein, die Tür, wo ich gerade reingekommen bin. Und dann einfach hier noch ein paar Kartons, so ein bisschen Gedingsgedöns. Hier sieht man auch schon die Kartons von ein paar neuen Sachen, die ich mir geholt habe. Dahinter sieht es wie gewohnt katastrophisch aus. Hier unten sind noch ein paar Sachen, das ist einfach nur Müll, das kommt weg. Liegt ja erstmal nur so. Aber wie gesagt, ansonsten dahinten noch ein bisschen Lagerkartons. Und dann kommen wir auch schon zum Herzstück. Meine Rechneranlage. Man sieht hier schon die drei Bildschirme. Ah, jetzt habe ich drei Bildschirme. Man sieht hier unten mein Hauptrechner. Dann zu meiner Linken, wenn ich sitze, jetzt zur Rechten, mein, naja, Bastelrechner. Dann haben wir wieder den Bildschirm, die Bildschirme. Dann haben wir hier meine Soundanlage. Der Laptop, der, ja, hat gerade gestern erst den Geist aufgegeben. Da werde ich dann also heute mal gucken, was mit dem los ist. Vielleicht werde ich das sogar auch als Video direkt machen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Genau. Kopfhörer sind schon relativ alt. Aber man sieht, ich gehe mit der Zeit. RGB. Und auch eine neue Maus. Eine von den vielen Kameras. Laptop. Dann noch ein paar neuere Laptops. Da ein schöner Fernseher. Ja, ansonsten, hier bei dem Schrank hat sich nicht viel getan. Da ist halt immer noch so ein paar schön aufgereihte Netzteile. Die hängen hier quasi mit der Adapter in dieser Lücke, hängen die quasi fest. Voll witzig. genau, so ein paar Adapter. Hier so meine elektrische Kramkiste. Mein Bastelnetzteil mit einem alten Kopfhörer, wo schon die Isolierung so ein bisschen... Na, aber funktioniert noch. Klingt auch gut. Ja, ansonsten hier ein paar Laptops. Hier ein paar ältere Laptops. Und da hinten bei meinen Kisten, da habe ich ja hier auch noch zwei sehr alte Laptops. Ja, einmal mein Dell. Und das hier ist ein Compaq, keine Ahnung was. Aber ne, den Dell zum Beispiel... Ist so ein guter alter. Der hat auch schon relativ hochauflösendes Display. Ich glaube 1400x1050. Also für die damalige Zeit, von wo der kommt. Hilfe! Da bleibt es jetzt liegen. So, Feierabend. Schon sehr hochauflösend. Genau, ansonsten. Ja, hat sich gar nicht so viel sonst geändert. Wie gesagt, das Hauptsächliche ist. Meine Rechneranlage, da hat sich halt vieles geändert. Das zeige ich dann auch im nächsten Video, dann im Detail. Und ja, dass sich halt das Bett verschoben hat von... Ne, das Bett stand ja ursprünglich da. Und ich saß dann hier an der Wand. Und jetzt ist, habe ich das quasi ein bisschen getauscht. Einfach aufgrund dessen, dass die Sonne halt da reinkommt. Und dementsprechend immer die Mittagssonne genau in die Richtung ging. Und mir da auf dem Bildschirm geblendet hat. Deswegen sitze ich jetzt quasi mit nach hinten gerückterweise. Jo. Genau, ansonsten soll das mit dem Video auch erstmal gewesen sein. Dann kommen noch ein paar Follow-ups, wo ich dann ein bisschen mehr auf die Rechneranlage einging, was da genau verbaut ist, wie teuer das Ganze war. Vor allem mit dem Aufnahmeequipment. Man sieht auch hier schon eine kleine Neuigkeit. Ah, okay. Das Kabel gehört da nicht dazu. So. Genau. Aber wie gesagt, das kommt dann alles in Follow-up-Videos und dann sehen wir mal weiter. Das Einzige, was ich noch ein bisschen zeigen kann, ist meine Aussicht, wenn ich dann sitze. Auf meinem wunderschönen aerodynamischen Stuhl. Holy moly. 4x4K, Baby. So muss das sein. Und ein Laptop. Der hat leider kein 4K, der hat nur Full HD. Aber
Für den Laptop reicht es auch aus. Genau. Maustastatur. Ja, auch ein Mauspad, ein super großes. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich mir das wirklich hole, aber naja, hat zumindest eine weiche Unterlage, dass wenn ich hier drauf irgendwelche Sachen mache, die ein bisschen empfindlicher sind, um zum einen den Tisch zu schützen, weil man sieht hier schon so ein bisschen, da, der Tisch hat schon ein paar Kerben drinne, weil ich habe ja hier auch meine Rechner zum Beispiel auf dem Tisch zusammengebaut und wenn ich da mit dem Gehäuse ein bisschen schräg aufgesetzt habe, dann sind da direkt Kullen entstanden. Logisch, ist ja eher weiches Holz. Ne? Ist jetzt nicht so massiv Hartholz, sondern wirklich normales Holz und dementsprechend hat man direkt Abdruckstellen. Aber egal. Genau, hier wie gesagt mein Testrechner. Hier drauf, das ist mein Hauptrechner, läuft natürlich Kubuntu, ne? Keine Frage. Und auf dem Testrechner läuft Windows. Aktuell Windows 10. Und ja, Testrechner auch deswegen, weil ich hiermit nur Sachen mache, wo ich halt wirklich zwangsweise Windows brauche oder wo ich einfach ein bisschen rumspielen möchte. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Live-Distributionen mal ausprobieren möchte, mache ich das auch auf der Kiste. Und wie gesagt, das ist halt mein Produktivsystem. Beide jetzt auch die gleichen Gehäuse. Ich hatte für den Rechner erst ein anderes Gehäuse geholt, was so RGB beleuchtet war, so total Schmalbau und sowas alles. Aber hat mir nicht zugesagt, vor allen Dingen, weil das Gehäuse keine CD-ROM-Schächte hatte. Und das hat ja CD-ROM-Schächte. Ne? Bei meinem Haupt-PC habe ich ja auch zwei Blu-ray-Laufwerke drinne. Und das Ding hat jetzt auch zwei Blu-ray-Laufwerke. Genau. Ja. Genau. Das soll, wie gesagt, mit dem Video erstmal sein. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Wobei, das Video ist gerade mal 7 Minuten lang. Ich muss noch 4 Minuten quatschen, damit ich das Ding mit Werbung zuklatschen kann. Okay. Kauft mein Merch zum Beispiel diese Kamera. Oder diese Kamera, die definitiv nicht mir gehören, aber egal, kauft dieses Bild, es ist wunderschön. Und das Bild, es ist das gleiche, nur ein bisschen anders. Und das hier, das ist auch fast das gleiche, nur ein bisschen anders. Und das da oben, wer hätte es gedacht, das gleiche, nur ein bisschen anders. Ja, okay, komm. Ja, okay. Gut, dann wie gesagt, mit dieser wunderschönen Aussicht verabschiede ich mich dann mal. Kriege ich das Ganze mit einmal rauf? Nee, ne? Nee, dafür ist der Winkel zu klein. Scheiß jemand dann. Naja, egal, so ein bisschen so. Na dann, tschüss.